Danke. Dankeschön, Chris, für super Zwiebelringe und Pizzabrot. Boah, Zwiebelringe. Verdammt. Aber ich habe halt echt keinen Hunger, aber Zwiebelringe sind eigentlich immer ziemlich lecker. Okay, drücken. Aber nur wegen Zwiebelringe lohnt sich ja kaum eine Bestellung. Ja, ich weiß. Aber sie, Zwiebelringe mit Süß-Sauersoße, was denken die sich denn dabei? Das machst du doch normalerweise irgendwie mit was Herzhaftem, irgendwie Remoulade oder so. Also, Süß-Sauersoße passt auch Müll dazu. Jetzt beschwerte ich halt noch. Hat vielleicht Chris so bestellt? Keine Ahnung. Also zu der Suppe passen sie gut. Tatsächlich auch geschmacklich. Aber ey, ich habe gerade überlegt, was ich heute tun soll. Ich bin es nicht gewöhnt, eine Freizeit zu haben. So, mein Mund verbrannt. Ehrlich, meine Frau beschwert sich ständig über Freizeit. Also, dass sie zu viel Freizeit hat. Was so eine üble Frau, ey. Ja. Soll sie doch mal Livestream, Mensch. Das ist easy money. Lumi kann ein Lied davon singen. Was soll ich machen? Was soll sie machen? Ich hab gesagt, sie soll Livestream. Das ist das easy money. Sie zockt doch auch. Easy money. Was wer soll? Die Abigail soll Livestream. Achso. Hätten wir mehr Geld kriegen. Und dann war das doch Chris' Idee, dann möchte ich mich entschuldigen. Was war Chris' Idee? Die Soße zur Suppe mit dem Brot. Also, die Zwiebelringe sind super und die Suppe ist wirklich fucking awesome. Also, die ist echt gut. Nur die, wie gesagt, die Soße ist irgendwie seltsam, aber das ist nicht so schlimm. Die kommt bei mir in den Kühlschrank. Und ich esse ja oft genug auch so Mini-Frühlingsrollen oder sowas, dazu passt sie ganz gut. Und tatsächlich süß-saure Soße kannst du jahrelang im Kühlschrank aufheben und es passiert nichts. Hm. Oh mein Gott, Suppe. Achso, Lumi, willst du eigentlich noch Köder haben? Nee. Für die Angeln? Du wolltest doch angeln gehen, oder? Blöd. Ich kann da bessere Köder herstellen. Na gut. Das ist alles meine Köder. Ich überlege gerade, was ich jetzt tue. Gehe ich einfach wieder kämpfen, oder was? Ich glaube, ich gehe auch wieder in die Mine. Habt ihr eigentlich jetzt dieses Gewächshaus voll gemacht? Sollen wir uns eigentlich irgendwann mal wieder absprechen und mal doch mal wieder in die Wüste gehen zusammen und dann wirklich zusammen? Wir wollten doch die Sachen erstmal upgraden, das dauert halt ewig. Achso, wir wollten ja upgraden. Dann deine müsste jetzt fertig sein, das geht doch nur 2 Tage. Immer nur 2, dann gehe ich gleich nachgucken. Aber Lumi, du hast nicht voll gemacht, ne? Du hast nur Qualitätsdünger hergestellt, oder? Vorhin. Ich habe welchen hergestellt, ja. Aber nicht benutzt, weil du hast vorhin gemacht, du willst es irgendwie hier dann reinmachen, oder? Ich lege euch das ein. Also. Die Suppe schmeckt so ein bisschen wie bei, wenn man Nudeln mit Brokkoli-Soße isst, aber nur die Soße. Was total also geil ist, weil es halt extrem sahnig fettig ist, aber trotzdem extrem lecker. Ich mag ja Brokkoli, aber Brokkoli-Soße einfach nur so, glaube ich, wäre mir zu viel. Ne, es ist ein bisschen Karotte noch mit drin, es ist ziemlich dickflüssig, es ist eigentlich fast mehr so eine Art Brokkoli. Es wird nicht besser, gell, von der Beschreibung her, weil es doch, eigentlich schon. Dickflüssig ist immer ziemlich nice. Oh, hier ist es. So, was mehr wie so ein bisschen wie Brokkoli-Brei. Aber halt wirklich lecker. So, also ich bin. Die machen das echt gut. Wo hast du das hier? Warte mal, da stand ein Baba drauf. Muss ich mir mal merken. Da stand Baba drauf? Ja, ich glaube, irgendwas war so ein Aufkleber. Ein Baba halt. Baba. Ich weiß gar nicht, wo meins hergekommen ist. Da ist der Qualitätsdünger. Hast du aber nur 11 gemacht? Wir hatten doch viel mehr Fische. Geheimnisse. Kommt direkt von Chris persönlich, nur halt wohnt er um die Ecke. Felix, wie ist dein Herzinfarkt, wird gefragt. Was? Wie dein Herzinfarkt ist. Wieso, wie mein Herzinfarkt ist? Ja, Pizza mit 3 Sorten Fleisch. Ach, Pizza mit... ja, ganz lecker. Also ich kann nie meckern. Ich kann nie meckern. Ich kann überhaupt nie meckern. Ich habe bis jetzt noch nie so viel gegessen, weil ich momentan eher die Hände an die Tastatur nehmen will, als an die Pizza. Ja, das Problem habe ich auch gerade. Sonst bin ich ja aus dem... Super oder spielen. Ihr seid eh useless, also macht's ruhig, futtert ruhig. Wir sind useless, na danke. Ja, aber wer kümmert sich hier schon wieder um das blöde Gewächshaus? Ich habe mich um die Tiere gekümmert. Du wolltest die Tiere doch nicht mehr machen. Ich wollte die Tiere auch nicht mehr machen, aber es macht sie ja außer mir niemand. Doch, du musst mir sagen, dass ich sie machen soll. Du hast letztens gesagt, du willst doch nicht tauschen. Wo ich gefragt habe. Ja, dann mach sie halt. Hör mal auf hier rumzubitschen und mach die scheiß Tiere. Ich bitch dir gleich mal richtig rum. Super. Da geht's ja aber rund. Ja. Da weiß nicht, wo unten und oben ist. Wo siehst du aus? Sehe ich wirklich so aus. Kleine Twitch-Bitch. Ja. Twitch-Drama. Erhöht die Klickzahlen.
Wir müssen doch sowieso, wenn wir erstmal eine gewisse Berühmtheit erreicht haben, dann müssen wir so tun, dass alle denken, dass wir ein Paar wären. Und dann müssen wir eine ganz, ganz dramatische Trennung haben. Oder so Zeug. Ein Rosenkrieg. Ist klar. Da freue ich mich schon voll drauf. Das wird richtig gut. Da müssen wir noch drüber reden, Lumi, aber außerhalb der Kammer. Da freue ich mich richtig drauf. Wir planen das und wir müssen gucken, dass wir beide irgendwie so rausgehen, dass am Ende deine weiblichen Fans sich noch toller finden als vorher. Liegt das jetzt? Und dann könnt ihr später sagen, guck mal, alles fake. Meine männlichen Fans. Warum sind hier Fische in der blöden... Ach, Alter. Und meine männlichen Fans müssen dann alle denken, dass ich eine Schlampe bin, die leicht mit Leuten ins Bett geht. Und dann haben wir das... Am besten gehe ich dir fremd oder irgendwie sowas. Mit das wäre, glaube ich, das Optimum. Ja, weil für mich ist es ein Vorteil, dass alle denken, dass ich leicht zu haben bin. Und bei dir ist es ein Vorteil, wenn alle Frauen von dir Herzchen malen können, weil du ja so ein toller Typ bist. Kann gut massieren, das reicht schon, oder? Hm? Dieser Befehl. Kann gut massieren, das reicht doch, oder? Nee. Reicht das nie? Nein, das reicht nicht. Wie? Ich? Aber ich habe bestimmt schon vier oder fünf Frauen damit rumgekriegt, einfach nur, weil ich sie massiert habe. Also wenn du eine Frau so weit kriegst, dass sie sich von dir massieren lässt, dann ist sowieso schon... Also du stellst dich die Frage nach Sex gar nicht mehr. Doch, tatsächlich bei uns schon. Also hier im Osten schon. Man kann auch massieren, ohne Sex zu haben. Also ich habe mich noch nie massieren lassen, ohne dass ich nicht in Wahrheit im Hinterkopf hatte, dass ich von dem Typen Sex will. Wisst ihr, ich habe schon eine Frau massiert, die dann irgendwie so eine Viertelstunde später meinte, wenn ich dich jetzt küsse, dann schlafen wir miteinander. Und man hat die so angesehen, wie sie sich mit sich selbst gekämpft hat. Aha. Ja. Nur dann. Also sie hat aber... Massiere mich nochmal. Also unter deinen Konditionen, nicht unter meinen Konditionen. Massier mich. Und das glaube ich dir, Chris. Außerdem habe ich das Problem, Chris, wenn ich jetzt die Pizza offen stehen lasse, weil ich ab und zu mal kurz was essen will, dann geht meine Katze ran und dann... Ja. Geil, Katzenpizza. Fünfte Sorte Fleisch. Schön andünsten vorher. Ende das mal, das nervt. Ja, Chris, das ist vielleicht ein kleiner Test, dass man den Befehl auch richtig schreibt. Ramontisch kann man schon eigentlich ganz gut schreiben. Ich nutze auch gerne Ramontisch. Angeblich gibt es auch eine gute Taktik, wie man Frauen massieren soll, dass sie am Ende wuschig werden. Meinte man Bekannter von mir. Okay, davon habe ich keine Ahnung, ich massiere einfach. Nach Gefühl tatsächlich. Das ist ja unbewusst. Felix, dann hau sie einfach weg, zieh dich nicht wie ein Mädel. In Bezug auf die Katze, glaube ich. Sag mal, hast du jetzt eigentlich dein Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Na toll, in 30 Minuten macht er zu. Jetzt hätte aber von uns jemand Zweites noch verbessern können, ne? Ich bin doch auf dem Weg. Klar. Das ist jetzt zu spät, das kann ich ja auch nichts mehr wegbringen. Nicht cool. Gar nicht cool, Ben. Naja, Chris, aber ich muss ja hier nebenbei noch was machen, sonst werde ich ja angezählt. Hast du eine Frau geschickt gemacht, Chris? Du hattest ja auch mal hattest du nicht auch mal eine Freundin oder wie war das? Das ist interessant. Achso, ich brauche die Iridiumbahn. Brauchen 5 Iridiumbahnen für die Iridium-Spitzhacke tatsächlich. Schön. Ja. Wie viele haben wir? Weiß ich nicht. Der hat übrigens immer noch offen, der macht 17 Uhr 5. zu, Lumi. Das ist uns aber nichts, weil wir keine Iridium-Bahnen haben. 6 Stück haben wir. Dann haben wir doch die 5 zum Aufrüsten. Haben wir genug Kürbis jetzt diesen Herbst aufgehoben? Weil man dadurch Kürbissuppe machen kann. Aber die nichts bringt, haben wir doch schon festgehalten. Ja, aber die macht haben, satt und die füllt fast die komplette Lebensenergie wieder auf. Ja, das macht das Energietonikum auch. Wir haben 3 goldene Kürbisse und 4 andere und ich habe gerade noch welche im Gewächshaus angepflanzt. Das Energietonikum ist viel teurer. Ja, mein Gott. Felix, ich gebe dir mal deine Geld. Spitzhacke wieder, ne? Jo. Pack die mal hier rein. Und wenn wir dann in die Schädelhölle machen sollten, aber das wird ja bestimmt erst nächsten Stream dann. Was wollte ich sagen? Erzähl, Chris. Keine Ahnung. Dann müssen wir uns noch Steine mitnehmen, damit man das heißt auch mit Treppen. Oh, so. Scheiße. Wie ist denn das passiert? Lol. Krieg ich jetzt doch noch 2 Bier? Die Wette ist schon jetzt vorbei. Ist die Wette ist ja schon vorbei. Och nee, nicht mein Schwert jetzt hoffentlich. Naja, notfalls, das Lava-Katana kostet nur 25.000. Sag mal, ich hatte so ein obergeiles Hammerschwert, ja?
Sag mal, Felix, du willst nicht irgendwie Apex Legends mal mitspielen, oder? Könnte ich mal ausprobieren. Wofür brauchst du denn? Oh. Ich frage nur generell, ich wollte auch Chris noch fragen, dass ich, das ist mir gerade eingefallen, ist mir eingefallen, ich könnte auch dich fragen, wenn du schon hier mit bist. Was ist denn das Apex? Ein Battle Royale, das kostenlos von EA veröffentlicht wurde vor 4 Tagen oder so. Okay, wir könnten auch mal Totally Accurate Battlegrounds wieder spielen. Ja, aber das spielt sich, das ist halt nur witzig, weil das übelst kacke zu steuern ist. Das kann nicht ungefähr eine Stunde und dann geht mir das halt auf den Sack, dass es so kacke zu steuern ist. Das andere ist halt echt gut zu steuern, macht deswegen viel Spaß. Aber wir könnten auch mal, was wir auch wieder mal zocken könnten, wäre Breakfast, das hat sogar Chris auch. Das können wir gerne machen, ja. Und das läuft ja mittlerweile sehr stabil. Ob es nicht in die Hose gegangen wäre. Apex ist von den Titanfall-Machern, genau. Apex ist tatsächlich auch im Titanfall-Universum, sind genau die gleichen Waffen. Und ich hatte gestern sehr, sehr viel Spaß. Ich habe das ja gestern gestreamt, deswegen bin ich gerade darauf gekommen. Also wir können zum Beispiel gerne Sonntag irgendwie Wreckfest so lange machen, bis wir keine Lust mehr haben und dann spielen wir Apex oder sowas. Sonntag ist am Sonntag komme ich erstmal früh von Arbeit und dann bin ich erstmal bis mittags, also mittags bin ich dann erstmal zu Oma Geburtstag eingeladen. Sonntag ist ja auch mein Streamanfang erst 15 Uhr am frühestens. Achso, okay. Na, also Sonntag ist also ab 15 Uhr, Pi mal Daumen, ja mein Random-Spieltag. Okay. Na dann, go for it. Deswegen war ja doch letztens am Sonntag, dass wir spielen hier Partyspiele-Ding. Ich hab gerade ernsthaft mit der Hacke zum Boden bearbeiten, habe ich gerade ein Monster geschlagen. Ja, das macht auch Schaden, irgendwie 5 oder sowas. Hm. Funktioniert, musst du gut treffen. Cool. Goldbarren gekriegt. Von einem Monster? Ja. Was ist denn bei dir kaputt? Auf unserem Hof? Hm? Auf unserem Hof ein Monster? Ja, auf unserem Hof ein Monster. Bringt einen Goldbarren. Und eine Schattenessenz und Aimer Cola hat's gebracht. Chris, ich habe kein ETS, weil wie gesagt, das Spiel ist nichts für mich. Das ist mir das irgendwie zu langweilig. Ich bin nicht so der Simulator-Typ. Also, das ist mir einfach zu träge alles. Ich spiel nicht mal World of Warship, weil mir das zu träge ist. Ja, World of Warship ist wirklich träge. Ja, aber es gibt ganz viele Leute, die feiern das übelst. Wie bitte, Lumi? Was sollst die World of Warship-Fans nicht hören? Ich sage ja nur, ich finde es zu träge. Ich sage nicht, dass es andere. Aber ihr könnt natürlich gerne einen Konvoi fahren. Aber das ist halt nicht mit mir in dem Fall. Konvoi? Fährt man dann Kolonne oder was? Ja. Fährst du halt. Bei ETS fährst du Kolonne. Genau, darum geht's ja. Also Konvoi, ich verstehe den Sinn dieses Spiels nach wie vor nicht. Ja, du tust Ware aufladen, fährst die bis zur Spedition. Möglichst, also möglichst pünktlich, ne? Und dann lädst du die dort ab. Ja, aber was hast du denn von diesem Geld. Spiel? Ist das irgendwie. LKW fahren. Ich hab einen Tintenfisch. Und im Multiplayer kannst du einfach aufs Speditionsgelände fahren und Enter drücken und abladen, sondern du musst halt rückwärts wirklich einparken. Mit dem Ding. Ich hab's nicht. Stell dir das nicht so leicht vor. Chris, manche sagen entspannt, andere sagen halt träge. Für mich ist Stardew Valley hier entspannt, aber hier kann ich ja trotzdem immer noch was machen. Da gibt's so kleine Minispiele, da passiert immer was, aber irgendwie 100 Kilometer im LKW fahren bin ich halt nicht so spannend. Und 100 Kilometer sind noch wenig. Ja. Also deswegen. Ich hab's tatsächlich mal probiert. Ich hab's, glaube ich, mal von dir, Felix, irgendwie per Family Sharing gehabt. Da hab ich mal ein bisschen das probiert und ich fand's halt wirklich nicht spannend. Also deswegen weiß ich schon, dass es nichts für mich ist. Es ist nicht so, dass ich einfach nur sage, nee, das sieht kacke aus, ich probiere es gar nicht erst, sondern ich habe es probiert und ich fand es nicht so spannend. Ich habe den ersten Teil über einen Hampelmann gekriegt, aber ich gestehe, ich habe es nie probiert. Probier's mal. Das ist der Hampelmann, müsste man, aber Hampelmann hat auch ganz schön nachgelassen von den Spielen, muss ich mal so sagen. Wenn man alles, was nicht 3D-Kraft aus 2014 Plus ist, kann ich zocken, damit aber Apex unter Umständen schwierig. Ich weiß nicht, was für einen Rechner du hast, Chris. Aber Apex ist auch ein bisschen anspruchsvoll zumindest. Chris, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich es nicht spielen werde. Also. Was, ETS, wenn du sie dir schenkst oder was? Ja. Ja. Das ist halt bei mir auch, also wir könnten es mir schenken, wenn ihr unbedingt wollt, aber. So in etwa, ja. Dann aber ich wie gesagt. Ich habe ja auch noch Micro Machines von Chris tatsächlich geschenkt bekommen. Ich weiß nur nicht, wann ich das irgendwann mal spielen werde. Ach so, Chris, ich fand auch alles, was nicht, was 2D und alt ist, kann ich nicht zocken. Also sprich, du würdest Stardew Valley nicht spielen, weil es 2D und sozusagen alte Grafik ist. Aber komm, alt ist es ja noch nicht. Aber komm, Chris, Rollercoaster Tycoon? Ha.
könnte man immer, aber das ist ja kein Multiplayer, von daher. Ich habe den Battle Royale Modus von Counter-Strike nicht ausprobiert. Ich habe ein paar Leute, die viel Battle Royale spielen, und als das die Tag, als es rauskam, haben die das gespielt. Da habe ich mal reingeguckt und die gefragt, wie sie es finden. Und die einstimmige Meinung des Battle Royale Modus von Counter-Strike war, dass es irgendwie alles kacke oder fühlt sich nicht gut an. Deswegen habe ich gesagt, okay, tschüss. Brauche ich nicht. Ich hätte nämlich Counter-Strike runterladen müssen. Die Suppe wird immer besser. Jetzt kann ich sie sogar essen, weil sie nicht so heiß ist. Die wird immer besser. Die wird nicht schlechter, die wird besser. Ich kündige hiermit übrigens an, das ist dann der letzte Tag für heute, ne? Okay. Willst du jetzt deine abgeben, deine Spitzhacke, oder Felix, oder wie machen wir das jetzt? Ich. Okay, Lumi. Verlierst du eh bald. Spitzhacke habe ich noch nie verloren. Weil Optik nicht mehr rechnen, okay. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt verlieren kann. Ja, kann man. Ich habe ja eine neue gekriegt, wo ich meine hatte. Ah, oh, da habe ich eine Kirschbombe bekommen von meiner Liebsten. Hier, kriegst du einen Knutscher dafür. Gesicht aufgegessen. Leberwurst, Lippenbalsam. Nee, Gesicht aufgegessen. Ich habe noch zum Aufbessern nur Iridium, oder? Iridium-Erz und das Geld hast du halt sowieso, ne? Ich brauche noch einen Iridium-Bahn für einen Zauberer. Habe ich gerade einen Auftrag bekommen. Wir haben aber nur 6. Ja, du brauchst auch nur 5 zum Aufbessern. Ja, und ich brauche auch einen für den Auftrag vom Zauberer. Nö. Lumi, kannst du hier noch bitte die Geoden mitnehmen, hier rechts von dir in der Truhe? Das ist ja schön. Hast du gehört? Ja, Geoden soll ich mitnehmen, Iridiumbarren soll ich abgeben, noch irgendwas. Hallo Ben, du bist so ein guter Nachbar. Da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter, um dich bei deiner Arbeit zu unterstützen. Mach weiter so, Mani. Ich hab 30 Heu. Was, eine Hühnerstatue habe ich gerade bekommen? Ben, ich arbeite gerade an einem verzauberten Stab von unsagbarer Kraft. Allerdings fehlt mir etwas, eine Iridiumbahn. Ich bin bereit, den 5-fachen Marktpreis dafür zu zahlen. Lumi? Was? Warte, bist du schon los? Nee. Wo bist du? Hier bin ich. Was mache ich jetzt mit den 30 Heu? Wo packe ich denn die hin? Nimm das mal mit. Moment. Die haben wir doch schon nichts abgegeben. Echt jetzt? Die Hühnerstatue? Sicher? Ja, die Statue eines Huhns auf einem bronzenen Podest. Was mach ich jetzt mit dem Heu? Jungs, ja, Mädels. Silo geben. Muss ich da zum Silo rennen erst? Ich glaube. Schmey, hast du denn mal den Counter-Strike Battle Royale Modus ausprobiert? Ich mag ja eigentlich Counter-Strike, aber halt, weil es Taktik und so auf der Karte ist, aber nicht Battle Royale. Weil es eben kein Battle Royale ist. Genau. Lass mal gucken, ob da wieder was Gutes ist. Ich habe mir der Kaffeeboden letztens gekauft. Nö. Sammlervogelscheuche, Totenkopfposter. Totenkopfposter, 500. Schnäppchen. Brauchst du halt, ne? Kugelfisch, Tulpe, Kokosnusshaar. Nee, nix. Habt ihr eigentlich noch den Auftrag mit der Aprikose? Den könnt ihr mal machen, ne? Wir haben Aprikosen. Muss ich mal gucken. Ich geh jetzt erstmal den Iridiumbahn vorbei. Mach mal. Geht erstmal zum Schmied. Mal sehen, wie viel wir da noch super. Dankeschön, Chris. Aber wie gesagt, dass ich es oft spielen werde oder dass ich es überhaupt spielen werde, ist nicht so wahrscheinlich. Jetzt bist du verpflichtet, Lumi, ja, würde ich mal sagen. Moralisch zumindest. Sag das nicht zu laut, sonst kriegst du den auch einen Streamkey. Ja, hab ich schon. Hast du schon. In dem Moment hat Chris geschrieben, Steamkey per PN. Siehst du, jetzt bist du moralisch dazu verpflichtet. Wir fahren demnächst alle was ist das, Kolonne? Aber wir haben halt keinen, ich hab halt nur ein Gamepad, ne? Also, weil Felix fährt ja mit einem Lenkrad sogar. Naja, ich bin das jahrelang erst mit Gamepad gefahren und es geht aber super mit Tastatur auch. Wo zum Henker ist der Schmied? Warum ist der Schmied nicht an seiner Arbeit? Weiß ich nicht. Aber beim Truckfahren kann man, wenn man Tastatur fährt, wenn die linke Hand so doll einschläft, kann man dann in Ruhe auf die rechte Hand wechseln und mit den Pfeiltasten weiterfahren. Ach so. Was soll denn der Scheiß? Keine Verpflichtung. Ja, es war ja auch nur Spaß, weil ich gerade gesagt habe, du bist ja moralisch verpflichtet, wenn es einem geschenkt wird. Jetzt mal was zu trinken. So, wer wollte jetzt einen Tintenfisch haben? Der Zauberer ist geil. Ah, wertvolles Iridium. Das hast du gut gemacht, Felix. Du hast meine Dankbarkeit. Jetzt geh. Der wollte ja gar keinen Tintenfisch. Hm. Das ist natürlich traurig. Lumi, hattest du nicht letztens jemanden, der Tintenfisch von dir haben wollte?
Lumi ist gerade anscheinend AFK. Ja, mir ist irgendwas runtergefallen, glaube ich. Sie müsste mich erstmal das Essen jetzt aufheben. Die 5-Sekunden-Regel ist zwar schon vorbei, aber Essen ist Essen. Das wird halt trotzdem gegessen. Wer Food shared, isst auch sowas. Mit Haaren. Felix, hast du meinen Chat eigentlich offen? Nee, ne? Nee. Weil Chris immer in meinem Chat an dich Sachen schreibt und ich muss die immer vorlesen. Du könntest vielleicht mal meinen Chat mit aufmachen, dann muss ich es nicht vorlesen. Weil hier wird gerade geschrieben, wenn wir es öfter spielen, bekommst du ein, zwei Add-ons von mir geschenkt, hat Chris jetzt angeboten. Was, an, an dich? Du oder? Nee, an du. Mich? Ja, weil du derjenige bist, der das mit ihm zusammen feiert. Also mir das zu schenken, wäre halt wirklich Perlen vor die Säue. Feiert, naja, feiern. Na, du spielst es zumindest gern, so rum. Ja. Ja, der Schmied kommt nicht wieder. Was? Der Schmied ist abgehauen, der kommt nicht wieder. Vielleicht ist der irgendwo bei Marni unterwegs. Chris, müssen wir mal aufhören, da rumgebumst und arbeiten, ey. Nee, Marni war das doch gar nicht. Marni war doch hier der Bürgermeister. Stimmt. Das ist für mich hier fabelhaft. Was denn? Ich darf doch wohl Elliot schwul machen, wenn ich will, ja? Ich reg mich gerade gar nicht wegen dir, ich reg mich immer noch wegen dem Schwul war vielleicht die falsche Bezeichnung, aber eingebildet und so ein bisschen Etepetete. Danke, aber schwul. Ist schwul bei dir gleich eingebildet? Nee, eigentlich nicht, aber ich sag mal so, ich hab die Leute, die, jetzt, die schwul waren, die ich im realen Leben getroffen habe, die waren sehr halt so komisch. Nicht eingebildet, aber so ein komisches Verhalten. Dieses Überschwule. Ja, genau. Die eigentlich gar nicht schwul ist, sondern die einfach nur furchtbar ist. Genau, die einfach nur nervig ist. Deswegen, und das wollte ich mit dem eigentlich wissen. Tatsächlich kaum Schwule, die so sind. Tatsächlich hat meine Schwester erzählt, sie hatte zwei Kollegen. Bei einem, wo man halt nichts gemerkt hat, wo man einfach nur dachte, das ist ein ganz normaler Mann. Und ein anderer Kollege, der hat das halt auch so übertrieben, tatsächlich. Hier ist er. Ich höre so, bei manchen hört man so ganz leicht in so leichten Nebensitzen so eine leichte Attitüde, aber die meisten, die ich kenne, sind... Dass meine Sexualität, meine Lebenseinstellung ein bisschen beeinflusst, ist, glaube ich, relativ normal. Aber dass man das halt so komplett nach außen trägt, übertrieben, das finde ich halt schwierig. Chris redet gerne mit Nasenscheidenwandverkrümmung. Jawohl. Was? Hier, noch ein Iridium ist fertig, wenn es beim Zauberer abgeben will. Also. Dann mach du doch, du hast den Auftrag doch auch noch. Ach nee, du hast es schon gemacht, ne? Dann mach Lumi doch. Arbeitet ja einfach freitags nicht der blöde Schmied. Ich mach jetzt Katzenwache vor dem seinem Haus. Na gut, dann gehe ich jetzt zum. Dann scheiße ich jetzt drauf, ich gehe zum Dings. Zum Zauberer. Ich hab eine Seegurke! Hup, hup! Die habe ich auch in meiner Hose. Lass mir ein Iridium machen, bitte zu Hause. Felix hat doch gerade einen neuen Iridium-Bahn. Dann nehme ich den morgen mit. Was? Morgen? Du meinst nächsten Stream? Nächsten Stream, ja. Ja, der ist doch quasi morgen um die Ecke. Hello, my sweetheart. Ja, genau so, Chris. Ja, genau, das ist da so ein bisschen. Wobei der war halt, der hat sehr hoch gesprochen für einen Mann. Hat dann die typische Handhaltung gehabt und dann auch noch sehr, sehr schnell geredet. Oh mein Gott, ich war gestern Handtaschen kaufen. Ja, genau so. Genau so hat er geredet. Und das Problem war, der hat nicht aufgehört zu reden. Wenn du mit einer, mit dem dich irgendwie unterhalten hast, der hat nicht aufgehört zu labern. Ruhe! Also du hast halt in der WG-Küche Abendbrot gegessen oder so, da kam er dazu, hat angefangen zu quatschen und wir waren mit dem Essen fertig und haben abgewaschen gehabt und der war immer noch am labern. Und wir standen bloß daneben und haben genickt im Prinzip. Ja. Also ihr habt abgewaschen und er hat euch zugelabert? Nein, wir haben gegessen, danach haben wir abgewaschen und er hat während der ganzen Zeit uns zugelabert. Ja, läuft noch. Und dann wollten wir irgendwann weg und standen halt schon so am Ausgang der Küche und er hat immer noch mit uns geredet und hat nicht verstanden, dass wir dort nicht mehr mit ihm reden wollten. Und wir waren irgendwie auch nicht so, wollten nicht so richtig unhöflich sein, einfach gehen. Das wäre irgendwie auch doof gewesen. Während jemand mit deinem redet. Ist nicht so nett, nee. Genau. Wir haben halt irgendwann gesagt, von wegen hier, wir wollten noch was im Fernsehen gucken oder sowas, um da wegzukommen. Ja, er war dann sagen, nicht. Er war dann nicht so, dass er gesagt hat, hier, ich guck mit oder so. Das hat er nicht gemacht. So dick waren sie in der WG nicht. Die Omi bei uns im Haus, die tut mich immer ein bisschen zu quatschen. Ist ja meistens so ganz süß, aber dann so, ich letztens so gesagt, ich so hier, ich muss so langsam auf Arbeit, ne? Können Sie mal bitte schneller sterben, ich muss auf Arbeit. Ein Dings, ein Zauberer kann man sein Aussehen verändern lassen, ne? Kann man? Will man das? Gegen 500 Gold, falls ihr euch irgendwie hässlich findet oder so.
Ich finde meine weißen Augen das ganz okay. Quasi die Schönheits-OP da von Sterntautal. Richtig. Quasi. Hast du eigentlich nicht mal getwittert, Lumi? Nö. Was soll ich denn twittern? Dass du online bist. Tari, Tara, die Lumida ist da. Genau. Zum Beispiel. Willkommen die bereit. Die Hassbotschaft. Tari, Tara, die Lumida ist da. Haben wir letztens schon Stunden gesagt, dass das ist doppelt. Alle hier auf dem Plan rufen, das hat auch keinen Wert. Was? Wenn du wen auf den Plan rufst? Alle. Ist doch klar, das ist wert. Hallo, das sind Zuschauer. Ich habe gesehen, dass bei Twitch sowieso, bei Twitter kaum jemand ist. Mich haben 10 Leute abonniert und das sind meistens die Leute, die eigentlich ich abonniert habe. Oder gefollowt bin oder wie man das nennt. Wie man es früher bei Instagram gemacht hat. Spann dich! Püsch! Komm klar. Mit deinem Leben. Ganz ruhig, ganz. Ich möchte Chris verlesen. Was möchtest du? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wo hast du nur diese Schuhe her? Ich meine, ich kaufe immer meine beim Schuhcenter. Die sind voll toll. Kennst du die? Das ist dort am Bahnhof. Die Verkäufer dort im McDonald's ist super sweet. Hab ich letztens auch von meinem bestellt. Und ach so, was wollen wir eigentlich essen? Hätte noch eine Suppe, die ich warm machen könnte. Das ist eigentlich, kennt man sowohl von Frauen als auch in der Schwulattitüde, glaube ich. Wobei Frauen ist halt meistens nicht so, oder für die ich kenne, nicht so übertreiben, sondern dass die reden halt mit einer normalen Geschwindigkeit. Der redet halt noch so gefühlt doppelt so schnell. Nein. Okay, die Frauen, mit denen ich mich abgebe, die reden in normalen Geschwindigkeiten. Ich hatte mal eine Freundin, mit der ich mittlerweile nicht mehr so viel zu tun habe. Und die war so diese klassische Mario Barth-Klischee-Frau. Also wirklich so gänzlich. Und die stand auch so ein bisschen blöd, oder was? Ja, also die stand einfach total auf Handtaschen und Schuhe. Ach so. Und das war dann wirklich so ein, sie wusste auch, dass ich nicht drauf stand, aber das war ihr dann in den Momenten auch egal. Und dann kam sie wirklich an so, oh mein Gott, weißt du was? Ich habe die neue Handtasche von der und der Marke in dem und dem Laden gesehen. Und oh Gott, ist die hübsch. Und oh Gott, sie kostet nur 100 Euro. Ich weiß gar nicht, ob ich sie kaufen soll, aber sie kostet ja nur 100 Euro. Und ich habe noch nie so eine schöne Handtasche gesehen. Die passt perfekt zu meinen Schuhen. Kennst du meine Schuhe in der und der Optik? Oh, ich glaube, ich muss sie kaufen. Ich muss sie kaufen, aber ich habe ja nur 50 Euro diesen Monat. Aber die kostet ja nur 100. Die ist runtergesetzt von 300 Euro. Und die ist von Louis Vuitton. Das ist halt sowas. Hallo Sarah. Alter. Das ist also, was ich mir so denke, Handtaschen für 100 Euro, selbst wenn die 1000 vorher angeblich gekostet haben und 90% reduziert sind, ist immer noch fucking teuer. Ja, ein Little-Beutel reicht aus. Totaler Schwachsinn ist das, aber es steht ja Louis Vuitton dran, ne? Und sie passen perfekt zu den Schuhen, also muss man sie kaufen. Wobei ich glaube, alle Frauen, die hier gerade anwesend sind, sind keine Handtaschentypen. Also ich glaube, Sarah tatsächlich auch nicht. Also Chris, ich habe ja die Facecam aus, aber ich habe während dem Reden tatsächlich automatisch die Hand in die Hüfte gesteckt. Das geht gar nicht anders. Und die Augen verdreht. Und wild gestikuliert. Genau, das gehört ja, alles dazu. Wenn du sowas nachmachst, das gehört dazu völlig aufgedreht und hysterisch alles zu bewegen, was man besitzt. Dankeschön, Chris, dass du Felix ein Abo schenkst. Also Sub, hallihallo. Was? Du hast gerade in meinem Chat ein Sub geschenkt bekommen für mich. Kannst du auch mein schönes Smiley-Mode benutzen. Wir haben dieses komische Kindersmiley ganz jetzt benutzen. Das Kindersmiley ist voll toll. Nix komisch. Er feiert das eigentlich. Ich mochte deine vorherigen Smileys lieber. 15 Jahre Sarah feiert das zum Beispiel. Okay. Du wirst mit Pizza gefordert. Ich subscribe dir ja nur, weil ich dich mag und nicht, weil ich die Smileys gut finde. Aber es soll Menschen geben, die subscriben wegen den Smileys. Und ich glaube, wegen dem Smiley würde niemand subscriben. Welchen Smiley hatte ich? Ich fand den voll süß. Siehst du, Chris findet das Kindersmiley auch kurios. Hat er bei mir nicht geschrieben. Eher Pedo statt toll. Ich benutze, also erstens bin ich das ja selber, ne? Das ist ja der erste Punkt. Ich bin ja wirklich ich. Du möchtest dein Gesicht auf Twitch etablieren, wir haben das schon verstanden, aber... Nein, das meine ich nicht. Aber ich benutze das unglaublich häufig selber, auch in anderen Chats. Ja, warum eigentlich? Weil das halt so einen schönen Ausdruck, wenn ich so einen dummen Spruch bringe, wie ich dann grinse. Das ist perfekt wiedergegeben. Ja, verstehe. Okay, ich kann's jetzt ein bisschen besser verstehen. Also, wenn man es nicht weiß, versteht man es nicht. Das ist halt hinter irgendeinem blöden Spruch oder irgendwie, wenn mir irgendjemand blöd kommt, kann ich halt das schreiben. Benni, ich müsste ein Bild von uns Mädchen haben, wo wir, glaube ich, Gameboy spielen. In klein. Soll ich das mal irgendwie scannen und dir schicken? Keine Ahnung, kannst du gerne machen. Ich habe, glaube ich, selber noch ein Bild, wo ich Gameboy spiele, habe ich letztens eingescannt. Ich weiß, dass du das bist, aber es kommt so kindlich und Pedo. Was ist, hatte das mit Pädophilie zu tun? Vor allem hat das andere dazu. Genau. Und das ist übrigens Sarahs Emote. Das ist auch so ein Emote, was du einfach hinter allen möglichen Krimskrams packen kannst. Das passt immer.
Da kannst du dir jeden Satz schreiben, es passt immer. Und das geht bei meinem komischen Grinsen-Emote auch. Finde ich.